Das Martha-Heim Zwickau, eine Pflegeeinrichtung der Diakonie Westsachsen, bekam in dieser Woche ein ganz besonderes Gefährt überreicht, eine Rikscha. Solche Gefährte kennt man eigentlich aus Filmen über die Kolonialzeit, als sich die europäischen Herren von ihren indischen oder asiatischen Dienern durch die Gegend fahren ließen. Auch diese Rikscha dient der eigenständigen Bewegung, aber eben mit einem ganz anderen Hintergrund. Das Motto sagt es schon. Die neue Rikscha ist ein Mittel, um auch im Alter unterwegs sein zu können. Nur die Helme werden bei der Präsentation mal weggelassen. Ansonsten sind sie natürlich Pflicht. Es war ein recht großer Bahnhof für ein, in Anführungszeichen, Elektrodreirad. Doch das hat einen ganz einfachen Grund. Also es ist tatsächlich eine Premiere. Das ist unsere erste Rikscha, die wir hier in der Diakonie Westsachsen erworben und zum Einsatz bringen. Elektromotorantrieb, drehbare Sitze. Die Rikscha hat eigentlich alles, was es braucht, um sicher vorwärts zu kommen, auch wenn die Benutzer in einem Alter sind, da das Fahrradfahren eben nicht mehr möglich ist. Dann aber nur noch herumzusitzen, das ist für die Leiterin des Martha-Heims absolut keine Alternative. Ja, bei mir im Haus steht das Wohnen über dem Pflegen. Ich möchte die Mobilität meiner Bewohner so lange wie möglich aufrechterhalten und diese auch weiter fördern im Alter. Wie sind Sie drauf gekommen? So eine Rikscha ist ja nicht gerade eine Allerweltsidee. Ja, die ZTV, die hatte eine großzügige Spende für uns. Und im Kollegenkreis wurde natürlich überlegt, was könnten wir damit anstellen. Und weil Mobilität so interessant für uns ist, haben wir uns verschiedene Rikschas angeguckt, sind auf die Idee E-Rikscha gekommen und haben uns für dieses Modell entschieden. Und dieses Modell kostet mal schlappe 12.000 Euro, von denen aber etwa 8.000 von der Zwickauer Energieversorgung kamen. Auch beim heimischen Energieversorger weiß man, dass Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, im Alter eventuell mal Hilfe benötigen. Ja klar, also uns ist als regionales Unternehmen natürlich wichtig, auch den sozialen Bereich zu unterstützen, die Gemeinschaft hier vor Ort. Und es kann nicht immer nur das Sportsponsoring sein oder eben auch Kultur, sondern eben auch soziale Projekte müssen unterstützt werden. Und da sehen wir auch einen Teil unserer Aufgabe drin. Ja, also uns ist halt wichtig, dass auch Menschen, die vielleicht in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, dass denen damit Freiheit ermöglicht wird, Teilhabe und vielleicht auch bei schönem Wetter das ein oder andere schöne Gespräch. Bei den nebeneinander angebrachten Sitzen ist so ein Gespräch immer möglich. Doch es gibt noch einige andere Punkte, die für genau diese Ausstattung sprechen. Ich habe mir mehrere Rikschas mit meiner Pflegedienstleitung angeschaut und wir haben uns für diese Rikscha entschieden, weil ich dort eingreifen kann, wenn etwas ist. Ich bin im Blickkontakt mit meinem Bewohner, das heißt, wir sitzen ja auch auf Augenhöhe. Er kann mir signalisieren, wenn irgendwas nicht passt, wenn das nicht stimmt, wir können anhalten. Das war bei den Rikschas, wenn der Bewohner vorne sitzt, nicht möglich. Dort ist das Sichtfeld eingeschränkt, der Bewohner kann sich lösen, ich bekomme das nicht mit vom Gurt. Und deswegen ist es diese Rikscha geworden und ich bin da sehr froh drüber. Auch die Bewohner freuen sich riesig über das neue Gefährt. Und es hat sogar einen Rückwärtsgang, braucht also nicht geschoben zu werden. Diese wirkt aber erst nach einigen Pedalumdrehungen, also ein unbeabsichtigtes Rückwärtsfahren ist kaum möglich. Regina Löffler, die schon einige Meter mit der neuen Rikscha zurückgelegt hat, hat das Gefährt schnell in ihr Herz geschlossen. Es hat mir sehr gut gefallen, weil ich das auch noch nicht gesehen habe. Und ich war auch ein bisschen ängstlich. Aber es ist nicht eingetreten, es war wunderschön. Ich würde wieder in Schwandeich fahren wollen. In die Stadt. Mobil mal shoppen gehen sozusagen. Ja, shoppen gehen. Ja, kann man mal machen. Das Martha-Heim liegt dafür ja auch recht verkehrsgünstig. Auf der einen Seite die Verkehrsachse Planitzer und Humboldtstraße, auf der zur Rush-Hour im wahrsten Sinne des Wortes der Bär steppt. Aber wer die Ecke etwas kennt, da ist es eben nicht weit zum Einkaufsgelände in Schedewitz, aber auch das Schwanenteichgelände ist schnell erreicht. Keine 20 Meter entfernt, auf der anderen Gebäudeseite, liegt der Park des Martha-Heims mit ruhigen Sitzecken. Über die Lothar-Streit-Straße und die äußere Schneeberger Straße lässt sich vor allem auch die Innenstadt schnell erreichen. Darauf freuen sich die Bewohner schon jetzt. Wie wird die Rikscha denn allgemein angenommen?
Sehr gut wird die angenommen. Wir haben ja nebenan einen Spanteich, das heißt, es ist keine große Distanz bei uns. Wir haben das Einkaufscenter hier in der Nähe, das heißt, wir können kleine Einkäufe mit unseren Bewohnern machen. Und wir haben natürlich auch die Innenstadt in der Nähe. Das heißt, wir können Biografiearbeit machen mit den Zwickauern, die zu uns kommen. Wir können Schulen oder Gebäude angucken, wo die Bewohner früher mal gewesen sind und können damit Erinnerungen wachrufen. Auch das bringt Lebensqualität im Alter. Raus aus den vier Wänden. Sich erinnern, also schlicht und ergreifend das Gehirn trainieren. Keine Eintönigkeit aufkommen lassen. Dafür ist ein Gefährt wie die neue Elektro-Rikscha des Märterheims genau das Richtige. Alsdann, allzeit gute Fahrt.